Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Good Game Empire. Hier der Ecto am Start. Ich check hier mal ein bisschen die Lorge aus. So, do. Jo, was machen wir natürlich jetzt erstmal als erstes? Ich würde einfach mal sagen, Türme! Immer schön die Türme. Die Türme mache ich eigentlich, mache ich im Endeffekt nicht. Mache ich eigentlich, sondern mache ich immer noch. Ohne Spio einfach irgendwas da reinschieben, was ich hier gerade da habe an Truppen. Ob nah, ob fern, ganz egal. Reinschieben, zack, loslaufen. Ist total wurscht. Ich mache noch nicht mal Spio. Also ob ich jetzt eine Spio mache, keine Spio mache. Ist egal. Sogar der Feldherr ist egal. Ich nehme manchmal einen Plünderfeldherrn, manchmal auch keinen Plünderfeldherrn. Immer auf die Türme. Also wenn ihr die Türme noch relativ weit unten habt, scheißegal, nehmt irgendwelche verkackten Truppen. Ich habe hier auch noch die ganz, ja, wirklich irgendwelche Mistdinger, kann man schon fast sagen. Die kann ich da zum Beispiel auch, also so kleineren, die kann ich da einfach reinmachen auf dem Saumfeldherrn. Und hinter, einfach immer hinter. Gut, hier ist ein Level 1, da muss ich vielleicht nicht, hier ist noch ein Level 7er. Gerade ein paar Truppen unterwegs, ja, hier kann ich zum Beispiel auch hier, gut, der ist ja. Kann ich da nehmen, hier noch ein paar, komm, lauf hin. Freu dich deines Lebens, kommst eh gleich wieder. Und so mit den Größen kann ich natürlich auch mal. Da kann ich jetzt natürlich auch hier ein paar Pratzen auch einfach reinsetzen, wenn ich gerade Langeweile habe. Die kommen auch meistens schon gut zurück. Vielleicht ein, zwei Verluste. Gut, da könnte jemand sagen, Abend Pratzen! Ja? Könnte er. Oder könnte sie. Muss sie aber nicht. Aber gerade nicht. Oh, ich könnte mit Wölfen da auch noch hinlaufen. Ich glaube mit Wölfen. Wölfen ist, glaube ich, immer ein bisschen uncool. Gar nicht mehr so viele kleinere Truppen da, von daher warten wir jetzt erstmal ein bisschen. Aber ihr seht schon mal, so kommt auf jeden Fall auch mal ganz lustig, hat die Türme angreifen, solange die noch unter 30 sind. Ich habe schon von, glaube ich auch schon mehrmals, habe ich auch schon beim letzten Mal auch erzählt. Ich habe jemanden bei mir aus der Allianz, der hat mir erzählt, wenn du halt mit höheren, also ab 30 meint er, macht er auf jeden Fall schon eine Spio bei den Türmen. Ja, das macht er dann schon. Und zu den Weltentürmen. Da benutze ich zum Beispiel gerne den Lotus, den Black Lotus, diese wunderschöne MTG-Karte. Oder halt die Hexe, die Sandhexe, die ist auch recht schön, weil die beide auch ein bisschen hat Plünder auch von MPC und so, und die sind wunderbar, aber die kannst du echt richtig gut und richtig schön einfach machen. Ja, mich kotzt es auch noch ein bisschen an, dass ich halt die Türme noch im Grünen machen muss. Siehst du, da läuft er schon wieder zurück. Sehr schön. Yay. Da kommen wir zum Thema Wunsch und Kotzbrunnen. Hier jetzt bitte das Intro. Also, was ich positiv finde, jetzt auch gerade vom neuen Update her und vom Spiel her und so weiter, ist zurzeit gerade halt zum Beispiel das Khan-Event. Das hat mir schon Spaß gemacht, habe ich gesagt, ey, das ist richtig geil und so. Natürlich die Taktik hat mir da noch so gefehlt, aber da habe ich auf jeden Fall halt, schon gesehen, ja, das hat Bock gebracht und da habe ich auf jeden Fall auch Bock, da auch ein bisschen was halt mehr zu machen. Da habe ich auf jeden Fall also auch Lust zu, auch da mehr halt ja, wie gesagt, halt zu machen. Was mich halt ankotzt, also jetzt natürlich halt klar, ich habe meine Türme halt nicht gewonnen. Das kotzt mich natürlich selber auch nur an. Und klar, und das beim Fremden-Event gibt's dann einfach nicht, gibt's einfach zu wenig Nahrung halt. Und das kotzt mir natürlich auch so ein bisschen. Das kommt ja auf die Kotzseite, also da, wo halt im Dixie-Klo halt zum Beispiel noch Papier liegt. Das ist eher so die Kotzseite. Boah. Wenn man da so reingeht. Die andere Seite ist halt eher so die, hey, hier liegt ja noch was. Ist eher geil. Gut, haben wir das auf jeden Fall auch schon mal geklärt, was mich heute mal ankotzt, was mich nicht ankotzt. Ja, ich bin mal wieder alleine hier am Rumsabbeln, aber ich denke mal, wo soll denn da das Problem sein? Außer natürlich, meine Haare riechen nach Bratfett oder so. Ja, wie auch immer. Deine Haare riechen wie Bratfett! Gut, ich habe hier nochmal im Forum nachgeguckt, wie auch der Titel halt schon heißt. Und hier ist ja das Event König Ludwig Party. Und da ist ja, ey, du, ja, du. Hast du schon vom König Ludwig, den großen
ups, Sommerparty im Juli gehört. Nicht, dann schau hier mal vorbei. Schau dich mal das folgende Bild von König Ludwig Sommerparty an. Findest du alle Unterschiede zwischen beiden Bildern? Markier alle Unterschiede im Bild gut erkennbar, eingekreist an einer Stelle und schick uns einen Screenshot von deiner Lösung via Privatforums-Event. Klick auch einfach hier. Okay, gut. Aus allen richtigen Einsendungen dürfen sich 5 zufällige Spieler über je 10.000 Rubine freuen. Und mein Handy hat gerade geklopft. Ich hab dich doch auf hier Flugzeugmodus gemacht. Handy. Warum klopfst du denn? Ach, die Liga ist beendet von Cats. Ja, gut, da bin ich jetzt, glaube ich, auf Platz 14 oder so in der Goldliga. Oder? Nicht so schlimm. Oder bei 17? Ja, gucke ich gleich nach. Wir wünschen euch viel Spaß. Liebe Grüße, Sir Wodan, Board, Team. Und hier habe ich noch einen Sendeschluss. Das ist der 30.07.2017, 18 Uhr. Ja, 18 Uhr. Ich habe das Bild schon mal geöffnet, hier in Paint. Hier hätte ich vielleicht hier noch ein bisschen größer machen, dann könnte man hier ein bisschen was sehen können. Auch egal. Und hier können wir jetzt gucken, so ein paar Fehler. Ich habe gerade aufgefallen, wie kann ich das Teil denn bearbeiten in Paint? Ach, muss hier Start. Hier haben wir vor Ansicht und Start. Dann kann ich hier einen Pinsel. Vielleicht machen wir den auch nochmal. La 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 la, kommt in Schlumpfenland, kommt her in Schlumpfenland, wo ist denn meine Gitarre? Hier ist es, okay, juhey! Ja, und meine Haare riechen nach Bratfett. Deine Haare riechen wie Bratfett! Farbe rot, dann sieht man das ein bisschen besser. Und ein paar Fehler sind mir nämlich schon aufgefallen. Ich weiß es nicht, welche sind jetzt richtig, aber ich glaube, hier ist er. Zum Beispiel hier fehlt was. Hier, da. Da ist ein Fehler. Ich bin echt so einstieg, ich glaube, der musst du denken, hallo. Hat der Typ irgendwie getrunken oder sowas? Nee, es liegt einfach nur daran, dass meine Maus scheiße ist. Da könntest du natürlich auch mit ein bisschen mit aufgucken, was hier noch für Fehler. Ich muss so ganz das Licht anmachen. Ich habe auch Fenster auf, von daher. Ich kann noch Fenster noch zu machen. Weil vor meinem Fenster ist nämlich ein wunderschönes Wespennest. Wenn sie gleich reinkommen, dann sage ich, scheiße, ich muss kurz weg mal gerade. Aber könnt ihr ja verkraften. Könnt ihr ja sagen, hey, er ist kurz weggegangen. Okay, hier vorne bei dem Typen. Nase, 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 Nase. Hier scheint mir jetzt... Oh doch, oh, ich habe einen Fehler gesehen. Hier ist ein Fehler. Zack. Da ist zum Beispiel ein Fehler. Habe ich jetzt hier gesehen. Okay. Hier hinten, der hat kein Stück. Das ist auch ein Fehler. Das sind schon mal 3 Fehler. Yay. Ich glaube, hier vorne beim Baum, hier habe ich nichts jetzt so erkannt. Bei dem kann ich halt auch nichts sehen. Da. Ja. Der Typ hat hier doch bestimmt auch einen Fehler, oder nicht? Alle irgendwo Fehler. Da unten ist auf jeden Fall noch der Fehler. So, hier, da und da. Hier habe ich noch einen Fehler gesehen, weil der Typ hat nämlich keinen Schnauzer. Hier, so. Ich kann vielleicht noch direkt anmalen, so einen Schnauzer. wo hat er denn noch einen Fehler? Hier, könnt ihr auch wieder einen Fehler sehen? Da hat er hier so einen Teil vergessen. Fehler. Ja, ich mache jetzt für euch schon mal die ganzen Fehlerrechnungen vor, damit ihr das dann halt nachher nicht machen braucht. Zum Beispiel hier ganz hinten, seht ihr hier so eine Fahne. Und ich glaube, die ist da nicht zu sehen. Daher ist hier auch ein Fehler. So. Ja, verprügel mich auf jeden Fall nachher der Moderator aus der Wohnung und sagt, hey, hast du die ganze Freude weggenommen. Nicht mehr suchen. Obwohl beim letzten Mal habe ich auch hey, ich habe jetzt wirklich alle Fehler gefunden, denke ich mal schon auf jeden Fall. Und dann habe ich trotzdem noch einen übersehen und dann habe ich nicht gewonnen. Keine 10.000 Rubine bekommen. 10.000 Rubine ist ja schon, also ich finde diese Forums-Events, finde ich halt schon richtig nice und richtig cool auch, dass sie das halt auch machen. Manchmal natürlich, klar, wenn es steht, 5 Zufällige, die halt das halt richtig gemacht haben, kriegen dann halt einen Preis. Ist jetzt natürlich, kann ich jetzt natürlich sagen, ja gut, sind ja nur 5 Zufällige gerade. Aber halt 5 Leute, die dann halt schon, das sind halt schon 50.000 halt Rubine, die dann halt
verschenkt werden. Das ist für einen einzelnen Spieler, sind das 10.000 Rubine. Sind das jetzt ohne Prime zum Beispiel aufladen, wären das fast 10 Euro. Und 10 Euro für ein bisschen Fun, also halt, damit man im Spiel besser halt vorankommt oder sowas halt, finde ich schon nice. Übrigens, hier habe ich gerade einen Fehler gefunden. Hier hat sie nämlich keine Drohne. So einen zweiten Fehler wäre ich noch eingekreist, bestimmt damit. Ja, schwierig, ne? Hier hat auf jeden Fall auch. Der hier den Dings. Sie hatte dann hier. Hier habe ich noch nichts gefunden. Der muss hier doch irgendwo was haben. Ach, vielleicht mal ranzoomen. Zoomen wir. Let me zoom. Okay, hier ist das. Also hier hat diese beiden Streifen, die hat er. Hier hat er das Eichhörnchen, hat er auch drauf. Hier hat er den. Hier hat er hier so einen roten Punkt. Aber ist das jetzt... Ist das von mir der rote Punkt? Nee, das ist ein, nicht von mir. Also, hier auch ein Fehler. Stimmt, schwierig versteckt, deswegen habt ihr den da versteckt, ne? Ja, ich habe ihn ja rausgefunden. Okay, der hat einen Fehler. Könnten sogar schon fast alle Fehler sein. Wenn ihr noch einen Fehler gefunden habt, schreibt ihn gerne unten in die Kommentare rein, dann kann ich auf jeden Fall vielleicht auch mal mitmachen und was gewinnen oder auch nicht gewinnen oder vielleicht gewinnt ihr auch was und könnt ihr schreiben, hey, ich habe gewonnen oder vielleicht schreibt ihr einfach, hey, Sir Wodan steht gerade mit einem Knüppel vor deiner Tür und möchte nicht sagen, wie sehr er sich darüber freut, dass du das hier gerade aufgelöst hast. Das dunkle Einhorn. Das könnte vielleicht auch ein bisschen sein. Vielleicht sollte ich auch ein paar Fehler nicht auflösen. Aber ich finde es auf jeden Fall lustig. Ich denke mal nicht, dass jeder jetzt hier gucken wird und gleich sagen wird, oh, ich habe da die ganzen Fehler gefunden. Aber auf jeden Fall, macht damit, guckt ihr, dass ihr da auf jeden Fall ein bisschen Spaß und Freude da einfach auch mit reinbringt. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall auch eine nice Sache. Und klar, dürft ihr auch ganz gerne halt den also bezüglich auch dem Sportteam aber kurz Danke sagen. Sagen Danke, dass wir halt diese Chance haben und da halt ein bisschen halt, Spaß haben könnt im Forum. Ist natürlich ein Forumspiel, aber natürlich damit auch ein bisschen Spaß halt im Game haben können, wenn ihr dann halt das Teil auch gewinnt. Wenn ihr es natürlich nicht gewinnt, dann habt ihr halt nur den Spaß daran gehabt, das auszufüllen und nicht den Spaß daran gehabt, den Gewinn einzusacken. Manchmal ist das, Ausfinden auch schon spaßiger als halt den Gewinn oder sowas halt nur oder ohne den Gewinn halt bei manchen Sachen. Zum Beispiel gab es das mal bei McDonald's. Das ist aber schon ein bisschen her. Da gab es diesen bunten Polo. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Ist auf jeden Fall ist schon richtig lange her halt. Und da fand ich zum Beispiel cool, einfach nur die Teile da so zusammenzusuchen, halt auch zu McDonald's hinzugehen und sich die Teile einfach nur zu suchen und das dann einfach nur so raus. Und ich glaube, ich habe nie wirklich, sofort Gewinn habe ich da auch gehabt. Aber ich fand das eher cool und lustig, weil wir da auch mit meinen Kumpels dann halt da hingegangen sind, so als Gang, so, und dann sind wir da hingegangen und haben uns einfach die Sachen einfach nur geholt und haben dann halt probiert, zusammen da halt irgendwas halt zu reißen halt. Und das war halt schon cool, schon nice. Das fand ich halt irgendwie schon chilliger, als jetzt wirklich halt da einen Gewinn einzuziehen, weil halt schon die Freude natürlich, ja cool, wir haben einen Gewinn gemacht, aber dann haben wir dann halt auch zusammen halt einfach auch einen Gewinn gehabt. Aber wir haben uns natürlich auch gefreut, wenn dann zum Beispiel jemand anders ankam und meinte, ich habe da gewonnen und so. War das natürlich auch schon halt cool. Ja, so im Groben und Ganzen. So, ich warte jetzt immer noch, dass ein paar Truppen wieder nach Hause kommen. Bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hab jetzt nichts wirklich Sonderbares zum Spiel, sondern einfach nur ein bisschen halt Forum gesabbelt und ja, auch mal recht nice, würde ich sagen. Also, ich, bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr halt einen Däumchen hoch macht.
oder überhaupt das Video an sich halt bewertet, wie ihr es findet. Und wenn ihr auch noch dazu einen schönen Kommentar schreibt, lieben, netten, und zur Wohner darf natürlich schreiben, ist das alles noch sehr intim auf jeden Fall. Jo, und damit bedanke ich mich auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal wieder, ich glaube zum 3., 4., 5., 10. Mal bei euch für das Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und schönen Sonntag übrigens auch noch. Und ich sage immer, bis zum nächsten Mal hier bei Ecto Wolle. Ciao.